Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und verschiedene für euch hier in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Krabben-Mount, das wir vom Handelsposten kriegen können und zusätzlich würde ich sagen, da es um den Handelsposten geht, schauen wir uns noch an, was es im Handelsposten im September 2023 gibt. Immer mit der kleinen Randnotiz, alle Sachen, die im Handelsposten sind, könnt ihr auch später wieder kriegen, heißt, falls ihr das Video später schaut, könnt ihr wahrscheinlich in den darauffolgenden Monaten auch die Items rausbekommen, die drin sind. Und ich vermute auch, dieses Krabben-Mount wird wahrscheinlich auch irgendwann in den normalen Handelsposten reinkommen. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir uns an, wo das ganze Ding hergibt. Und zwar gehen wir in den Abenteuerführer. Und hier können wir einen Balken auffüllen. Wir müssen 1000 Punkte uns erwirtschaften. Diese 1000 Punkte können wir uns dadurch erwirtschaften, dass wir hier verschiedene Aktivitäten machen. Da ist alles dabei. Ich habe zum Beispiel 25 Schlachtzugsbosse umgehauen, ein paar Pet-Battle-Kämpfe gemacht, ein paar Schlachtfelder gewonnen, ein bisschen Ehre verdient, Schattenflammenwappen zusammengesetzt, Geheimnisse von Azeroth, das ist gerade ein Event, was läuft, Zeitrisse, aber da könnt ihr alles Mögliche machen. Ihr könnt auch Mythic-Plus-Dungeons machen, ihr könnt Spieler töten, ihr könnt World-Quests abschließen. Also da gibt es sehr, sehr viele Wege ans Ziel, da könnt ihr mal durchscrollen und im Normalfall schließt ja dieses ganze Zeug eigentlich ab, während ihr ganz normal World of Warcraft spielt. So, wo befinden wir uns? Wir sind einmal in Sturmwind und zwar im Magierviertel und da haben wir den Handelsposten und selbiges habt ihr quasi als Hordler in Okrimmar. Und dort müsstet ihr es auch auf der Map sehen, seht ihr, da ist es direkt im Tal der Stärke. Und dort haben wir jetzt eine Kiste und die Kiste können wir öffnen, sobald wir ein paar Punkte erspielt haben. Wie gesagt, ich habe hier die Monatsbelohnung schon erspielt, also die 1000 Punkte vollgefüllt. Ich würde sagen, die öffnen wir jetzt und dann kriegen wir jetzt 1000 Händlerdevisen raus. Und ihr seht, der krustige Kriecher, das ist das Mount, um das es sich heute dreht. Krustiger Kriecher, ihr seht, der ist auch noch einmal in einem Paket drin. Den holen wir raus. Und ja, das Model an sich gab es schon mal. Ich meine, das war das Meta-Achievement zum Nasjata-Zonenerfolg. Ne? Also, wenn man alle möglichen Sachen in Nasjata erledigt hat, hat man auch so eine Krabbe bekommen. Die war damals rot. Und jetzt hat man quasi eine blaue Variante. Ich muss sagen, ich finde die rote cooler von der Farbgebung, aber es ist auch nicht schlecht. Mal ein Recolor von einem Mount, ich glaube, das, ja, das bis jetzt nur einmal gab. Genau, das Besondere ist an der Krabbe, die läuft seitlich, wie es Krabben halt so tun. Und ja, jetzt schauen wir noch das Mount-Special. Ich glaube, das hat sich eingegraben. Zumindest war es bei der roten Variante so. Ja, bei der blauen ist es genauso, es gräbt sich ein. Und dann sieht man oben quasi noch diesen Sandhaufen mit der Schatzkiste drauf. Ist eine ganz coole Sache und ja, das ist soweit das Mount. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein in den Handelsposten, was es diesen Monat sonst noch so gibt, um das auch noch ein bisschen mit dabei zu haben. Ich werde noch ein paar Punkte ausgeben, ich habe genau 2000. Was schön ist, das Set habe ich mir mal abgespeichert, das werden wir uns aber nicht holen, was relativ teuer ist. Was gibt es diesen Monat alles? Also, das ist jetzt der Loot September 2023 und hier haben wir einmal die Schatzkiste. Die sieht schon cool aus, muss ich sagen, aber 750 Punkte für eine Schatzkiste ist schon teuer. Dann haben wir einen Pet, Slyphy oder irgendwie so, also so ein Slyvin-Pet. Und da ich ein Sammler bin, naja, das Pet, komm, das kaufen wir uns, 650 Punkte, tüten wir ein. Was haben wir noch? Hier ein Piraten-Outfit, das gab es aber schon mal im Handelsposten, das habe ich mir anscheinend schon mal gekauft. Heißt, das haben wir eingetütet. Dann gibt es einen Dolch für die Klasse Schurke. Und hier können wir aber auch durchklicken. Das habe ich jetzt vorhin das erste Mal gesehen. Verschiedene Varianten. Zwei Dolche, ein Schwert. Ne? Je nachdem, was ihr für ein Rogue-Spec spielt, könnt ihr das dann unterschiedlich verwenden. Und ja, das kriegt ihr nur mit der Klasse Schurke. Ich weiß jetzt nicht, wenn man es sich kaufen würde, ob man das mit dem Schurken kaufen muss. Oder ob man... Wahrscheinlich kann man es auf die andere Klasse rüberschicken, vermute ich mal. Dann haben wir selbiges auch nochmal für den Priester. Da haben wir einen Büchlein und eine Einhandwaffe, das scheint ein Kolben zu sein. Und dann haben wir natürlich auch nochmal einen Stab. Dann das nächste, was wir haben, ist einfach ein Schild. Das scheint jetzt wieder für alle Klassen zu sein. Ist ein bisschen aufs Brauchfest angelehnt, wie ihr seht. Ne? Dann haben wir einen Großstab, der irgendwie verbuggt ist. Der wird jetzt leider hier nicht angezeigt. Dann haben wir ein Schild für einen Paladin. Und auch da können wir durch quasi klicken. Da haben wir dann noch einen Zweihandkolben. Und noch ein Einhandkolben. Ich vermute, bei den Einhandkolben kann man mit dem Schild kombinieren. Dann haben wir nochmal ein Palaset. Das sieht aber ehrlich gesagt ganz cool aus. Kopf, Schultern, Gürtel. Leider ist keine Brustplatte dabei. Aber ja, das macht was her. Dann haben wir... das sieht schon ziemlich sick aus.
haben wir ein Set für Klasse Schurke. Die roten leuchtenden Augen, die Schultern und der Gürtel. Ist schon cool. Dann haben wir Klasse Priester, auch wieder ein Set. Das erinnert so ein bisschen an diese Sturm-Inni aus dem Sturmsangental. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr ganz, aber da gab es, glaube ich, ein ähnliches, ähnlichen Kopf. Ich weiß nicht, ob die Schultern auch so waren, aber ja, das erinnert so ein bisschen daran. Was haben wir dann noch? Dann haben wir ein paar Totems. Ja, das ist auch eine coole Sache. Dann auch noch in einer, quasi im türkisen Farbton. Dann haben wir den Piratenhut, den habe ich aber schon. Noch ein Piratenhut. Dann, was ist das hier? So eine Mütze, Sherlock Holmes Mütze, würde ich mal sagen. Die gleiche nochmal in Rot. Einen, ja, so ein bisschen goldgelben Umhang. Den mit einer Kapuze. Was haben wir hier noch? Eine Fackel. Dann so ein Metzgerbeil, würde ich jetzt mal sagen. Und das letzte, was wir noch haben, ist eine Hacke, oder? Ja, sieht aus wie eine Hacke. So, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mir noch irgendwas kaufe. Ich glaube, ich kaufe mir günstige T-Mog-Sachen, ne? Also bei mir geht es hier mehr um die Quantität als die Qualität tatsächlich. 1000 Punkte will ich mir überlassen. Bedeutet, das müssen wir schauen, wo wir möglichst viele T-Mog-Sachen rauskriegen. Ein Set ist zu teuer, deswegen kaufe ich mir jetzt einfach mal so ein paar günstige Teile. Also das kaufen wir uns. Halt, nee, ich will es nicht rückerstatten. Dann kaufen wir uns das, das kostet auch noch 50. Und dann kaufen wir uns noch zwei Teile, die 100 kosten. Was haben wir? Komm, ich kaufe mir die Fackel. Die ist ganz nice. Und ich kaufe mir den Umhang mit der Kapuze. So. Dann habe ich jetzt noch 1000 Punkte für nächsten Monat über. Und da guckt man dann auch wieder rein. Dann können wir uns eventuell Mount und Pets kaufen. Und ja, das waren eigentlich die ganzen Sachen, die jetzt im Handelsposten drin sind. Beziehungsweise auch das schicke Mount. Und ja, damit sind wir tatsächlich durch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch so gekauft habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.